So, jetzt werde ich mal die Hausmannstürme nach oben steigen. Bin ja zufällig über den Markt gekommen und habe die Chance wahrgenommen, mal die Hausmannstürme zu besteigen. Als Hallenser habe ich das noch nie gemacht. Oh, mir kommt ja hier entgegen. Da muss ich mal die Kamera ausmachen, weil sehr eng. Alles klar. Danke für den Tipp. Hier steht ein bisschen was, die Türme, der Hausmannsturm. Ich will aber jetzt hier nicht alles durchlesen. Ich werde mal den Walter hier, weil hier steht so Rundgang, der junge Mann sagte, damit man sich ausweicht hier. Das ist hier ein bisschen moderner, der Aufstieg. Nehmen wir mal den modernen Weg nach oben. Es wird hell. Hier die letzte Treppe. Mal andersrum. Kriegt man einen Drehwurm, wenn man hier so hoch geht. Sieht man sonst nicht, wie das auf dem Kaufhaus TK Max eine Wohlfühloase ist. Mit Rasen, das ist eine schöne Sache. Da hat man natürlich seine Ruhe und ist mitten in der City. Ja. Da kann man auf dieser Terrasse auch. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit Geschichte sein. Der Galeria Kaufhof. Naja, ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Aber sieht man mal im Hallischen Marktplatz und die Straßenbahn, die hier fährt. Ja, die Höhe ist imposant, will ich mal sagen. Hier aber wieder hier lang, weil da vorne, wie ihr hört, ist zu viel Lärm. Wir haben ja viel gutes Ambiente. Atemberaubender Rundumblick von Hausmannsturm. Also kann ich nur jedem empfehlen, der mal in Halle ist oder Hallenser, mal diesen Aufstieg wagen. Da im Hintergrund ist der Zoo zu sehen. Ist heute ein bisschen diesig, aber sei es drum, ist der Bergzoo von Halle. Das ist, glaube ich, an der Burg Giebchenstein, die Kirche. Ja, so sieht das aus. Das ist eigentlich ein sehr angenehmer Platz, muss ich so feststellen. So sieht es hier rum aus. Circa 1 Meter breit. Einige haben ein bisschen Angst, aber das ist normal. Durch die Gitter ist das sehr gut. Da ist ein Springbrunnen. Von oben sieht der Markt ganz anders aus. Er ist immer so. Die Ulrichkirche. Dann schöne bunte Häuser. An der ehemaligen Schocher ist das. Ich weiß auch nicht, ob die noch steht oder schon weggerissen ist. Da war ich lange nicht mehr. Ja, hier sieht man mal, die haben die Häuser schön bemalt. Seifenblasen werden hier versprüht. Das hier ist
Frankische Stiftung, der Jens-Seebeute-Komplex mit diesem Schrägdach. Aber es ist etwas diesig, da sieht man das nicht so genau. Sonnenschein, ja, gut, man kann nicht alles haben. Die Kuppe ist auch schon verrostet oben. Wenn ich mal näher ranzoome, müsste mal wieder gemacht werden. Jetzt. Magistrale, Iller davor. Verbindung zwischen Halle und Halle Neustadt, sehr wichtig. Schlaue Köpfe haben die Idee dieser Überbrückungsstraße oder dieser Hauptstraße von Halle Neustadt abzureißen. UNESCO-Kulturerbe, sowas in der Richtung ging es da, weil ich schwach sind. Wir haben völlig dort Verkehr zusammengebrochen. Aber zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. So, hinter diesen Türmen liegt der Heimmarkt. Das ist die Verbindung zum Markt. Die Türmer lebten mit ihren Familien in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung, die sich auf die beiden Türme aufteilte. Im südlichen Turm befand sich vermutlich der Schlafbereich, im nördlichen die Wohnstube. Die Räume waren meist schlicht eingerichtet und mit Öfen ausgestattet. Ja, Kohle hier hoch, die tragen sehr gut. Zum Inventar der Türmerwohnung gehörten neben dem Mobiliar wie Couch, Tisch, Schränke und Bett auch verschiedene Musikinstrumente wie Trompete oder Posaune. Mhm. Also hier ist es ziemlich klein. Gut, davor haben wir noch die Verbindung. Gut, wenn die das hier so schreiben, also 40 Quadratmeter, gut, kommt hin, aber hier kommt noch die Treppe. So schön gemacht. West, Ost, Süd, Nord. Ich komme von Norden. Lied zum Türmer. Des Mittags, Abends und des Morgens soll er allwege wie von aller Alters auf Zweneorts oder Gegend blasen als gegen den Morgen und gegen den Abend warts oder wohin es ihm gefällig. Das ist nicht von mir, das steht hier. Bisschen, ich kann nicht so dieses Urdeutsch. Aber das ist auch egal. Fenster nicht öffnen, ist klar. Aber wenn ich mir vorstelle, also hier zu wohnen, gut, Kohle hochtragen etc. ist hier nicht so angenehm. Kann ich mir vorstellen damals. Aber immer eine schöne Aussicht. Und ihr wisst, hat es ja bestimmt die Fenster wie heute, hatten die bestimmt noch nicht. Geschichte des letzten Türmers Gustav Otto Ziegler. Das war also der letzte. Zur Jahreswende 1885-86 trat der 30-jährige Gustav Otto Ziegler seinen Dienst an. Er war vorher Trompeter des 19. Dragoner-Regiments. Mit seiner Frau Henriette und den drei Kindern im Alter von 4, 3 und 1 zog er in die Türmerwohnung. Seine Frau brachte 86 und Oktober 87 zwei weitere Kinder zur Welt. Naja, ich will hier nicht weiterlesen. Das ist eine interessante Sache drum. Hier oben kann ich mir vorstellen, hat man viel Spaß in der Richtung. Aber es ist eine alte Klinke hier. Ja, so sieht das denn hier aus diesem Fenster aus. Könnte man in jede Richtung so gucken. Finde ich gut.
So, jetzt werde ich mich nach unten machen wieder. So, ich hoffe, es hat gefallen. Ich werde wieder den Abstieg wagen. So, jetzt geht es wieder nach unten. Ja, Stühle zum Ausruhen. Viele, die hier hochgekommen sind, völlig außer Atem. Verstehe ich. Ach so, 40 Quadratmeter, da waren hier die zwei Räume damals. Ja gut, dann ist das plausibel, wie die das so erzählen. Aber jeden Tag hier hoch und runter, Nahrung, da leben wir doch heute luxuriös. Und das ist so das Inle. Wenige nehmen das so auf. Aber ich nehme das mal auf, da sehen es mal Leute, die mal hier hochgehen wollen. Türmerklinge, auch schon gut. So, jetzt seht ihr Steintreppe weiter runter. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, das war's von den Hausmannsturm in Halle-Saale. Ich hoffe, es hat gefallen. Und mal sehen, wo es mich das nächste Mal zufällig hintreibt. Ich war heute eigentlich unterwegs wegen anderen Sachen, so, aber geht. Vielen Dank und viel Spaß. Kann man nur mal so abdriften. Gitter. Und hier mal weiter. Dann bin ich unten. Die junge Frau hat auf meinen Tisch aufgepasst. Das fand ich gut. Muss ich nicht mit hochnehmen. Naja. Ciao, ciao.